Hallo alle miteinander, Marcel hier und wenn ihr die Livestreams auf meinem zweiten Kanal mitverfolgt, dann wisst ihr, dass ich momentan im Umbau und Renovieren bin, deswegen habe ich leider keine Zeit für ein aufwendiges oder langes Video. Ich meine, immerhin muss ich ja noch die Messen für nächsten Monat vorbereiten. Dieses Mal gibt es also aus Zeitgründen eine Challenge, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich werde nur mit Hilfe von einer Maus und mit Microsoft Paint zeichnen. Kein Grafiktablet erlaubt. Und das, obwohl ich erst im letzten Video über Grafiktablets geredet habe. Aber ich glaube, für so ein Format ist eine andere Kameraperspektive etwas geeigneter. Sekunde. So, das müsste besser hinhauen. Warum zeigst du dein Gesicht? Ja, halt die Klappe. Na dann, starten wir erstmal Microsoft Paint. Ich glaube, es wäre sinnvoll, in einer höheren Auflösung zu zeichnen als das. Momentan schaue ich in der Mittagspause mit einem Kumpel zusammen auf der Arbeit One Punch Man die erste Staffel nochmal durch. Deswegen habe ich momentan Bock, Saitama zu zeichnen. Ja, warum nicht? Ich meine, so als kleine Übung? Okay, ich habe hier nicht wie in Photoshop einzelne Layer, auf denen ich zeichnen kann, sondern ich muss alles auf einer Ebene zeichnen. Das wird ein Problem, aber ich glaube, es ist machbar, wenn ich verschiedene Farben benutze, um mir verschiedene Linien zu markieren. Und wenn ich mit Farbe arbeite, sollte das übersichtlich genug werden. Eigentlich. Ich mache das einfach mit Blau, so wie ich es mit aufwendigeren Motiven auch mit hier im Holzstift mache. Sollte eigentlich funktionieren. Okay, das wird interessant. Ich dachte eigentlich immer, ich kann mit der Maus besser umgehen. Darf ich geometrische Formen benutzen? Ist ja nicht geschummelt. Ist ein Tool von Paint und ich benutze nur die Maus. Das entspricht ja immer noch der Challenge, oder? Skalieren kann man den... Du kannst einen Kreis skalieren, aber nicht drehen oder rotieren. Also wenn das hier nur das Warm-up ist, dann gute Nacht. Wenn man eine Linie zieht, kann man die nicht auch noch irgendwie biegen? Das ging doch irgendwie, das weiß ich noch. Also mit dem Rechtsklick war es zumindest mal nicht. Gab es da nicht irgendwie eine Option? War das vielleicht ein okay. Ich hab nichts gesagt. Das macht die ganze Sache tatsächlich um einiges einfacher. Aber wie tue ich die Linie praktisch abschließen? Dass ich nicht versehentlich nochmal verzerre. Enter bringt überhaupt nichts. Wenn ich irgendwo anders hinklicke, dann zieht es die Linie mit. Ich weiß es ganz genau, das wird mir später Probleme bereiten. Das ist nämlich unfassbar unhandlich. Ich meine, das ist Paint, was habe ich erwartet? Okay, von der Form her funktioniert es einigermaßen. Es ist nicht so rund wie das Original, aber für den ersten Versuch würde ich mal sagen, ist es ein Fortschritt. Krass, ich wusste gar nicht, dass du wie in Photoshop so ein lassoartiges Tool hast und es damit verändern kannst. Die Frage ist nur, ob es mir auch hilft. Ich weiß noch, es gab in Paint diesen Trick, dass du eine Farbe auswählen kannst und dein Radierer dann nur diese Farbe wegradiert. Und ich blick nicht, warum er diese blauen Stellen unter Marsseite... Untermaßseite. Genau, Marcel, Untermaßseite. Aber die anderen blauen Stellen lassen sich wegradieren. Ist es zu viel blau oder ist durch das mehrfache Benutzen anderer Farbton entstanden? Oder. Ich habe aber eigentlich keinen anderen Farbton benutzt. Keine Ahnung, ob es diese Funktion auch bei Photoshop gibt. Aber wenn du dir deine Guidelines mit verschiedenen Farben machst, dann kann das mit dem Radieren schon relativ hilfreich sein. Oder du zeichnest direkt in einem gescheiten Zeichenprogramm, wo man mehrere Ebenen hat und sparst dir das Ganze einfach. Okay, das war so ein Warm-up, um diese ganzen Funktionen nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich was mit Paint gezeichnet habe, bevor ich wusste, was Photoshop ist nämlich. Der nächste Versuch, der wird jetzt ernsthaft, um ein gescheites Ergebnis rauszubekommen. Für die ernsthafte Runde habe ich mir überlegt, Saitama dann auch ernsthaft zu zeichnen, das ist ein gutes Gegenstück dazu, also suche ich mir hierfür auch ein Motiv. Frag mich übrigens nicht, was ich von Staffel 2 von One Punch Man halte, da habe ich schon zu Genüge im Podcast drüber geredet. Hashtag Werbung. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich hier nur für dieses Video abzeichne und nicht selbst erfinde mit eigenen Charakteren, aber ich habe so das Gefühl, dass ich hier sehr viel länger dran sitzen würde, wenn ich nur mit einer Maus ein eigenes Motiv entwerfen und skizzieren müsste. Ich meine, ihr habt gesehen, mit Entwerfen ist da nicht viel. Ich habe ja gesagt, viel Zeit für dieses Motiv habe ich nicht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Okay, das ist zwar nur ein Screenshot aus dem Anime-Opening der ersten Staffel, aber ich mag das Motiv irgendwie, also würde ich sagen, nehmen wir das einfach. We'll be right back.
Wir sind bei 45 Minuten. Findet ihr nicht irgendwie Saitamas Faust sieht mickrig aus? Ich meine, es war auch auf der Vorlage so. Ich habe ehrlich gesagt schon Bock, an der Hand auszuprobieren, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Also koloriere ich die schon mal so zum Test. Okay, fertig. Also wenn der Rest so wird, dann bin ich zufrieden. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich vielleicht doch etwas dickere Lines für das Ganze nehmen sollen, aber so sieht das Ganze ein bisschen pixelig aus. Für die frühen Anfänge finde ich es aber gar nicht mal schlecht. Ich meine, was meint ihr? Alles in allem waren das jetzt knapp 2 Stunden. Aber obwohl es relativ lange ist für so ein simples Motiv, muss ich doch sagen, habe ich damit gerechnet, dass ich da weitaus länger dran sitze. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich hier rausbekommen habe. Am nächsten Video werde ich etwas länger arbeiten müssen, das wird wahrscheinlich mit Tobias und Thomas zusammen stattfinden. Ich werde weder traditionell noch digital zeichnen, sondern mal was anderes, eine ganz unkonventionelle neue Methode ausprobieren, also freut euch darauf. Fürs Ende wechsle ich jetzt nicht extra die Perspektive, sondern bleib einfach mal ganz faul hier. Danke fürs Zuschauen, ich sag von hier aus Tschüss. Ich hoffe, das war nicht schlimm, dass dieses Video etwas weniger aufwendig war. Ihr seht ja, ich habe viel zu tun. Soweit. Danke fürs Zuschauen, danke an meine Patreon-Unterstützer, die als Dankeschön, dass sie mich unterstützen, dieses Video einen Tag früher schauen durften. Ja, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Video. Ciao.